Hallo Borgheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze. Wie immer, Montag war ein heißes Wochenende gewesen. Es sind noch 14 Tage knapp Ferien, so lange können die Kiddies sich noch ordentlich erholen. Wetter soll ja auch nochmal schön werden. Und ja, es ist Gurken- und Tomatenzeit bei mir, wachsen hier draußen hier an einer Pflanze ständig irgendwelche Gurken nach. Wir haben schon mindestens 6 Stück geerntet davon. Da kommt immer noch mehr. Ist eigentlich ein Part von meiner Frau, nicht von mir. Aber selbstgemachter Gurkensalat. Auch nicht schlecht, lecker. Jo, gar nicht so viel zu erzählen heute. Wir überlassen das Feld hier heute einfach mal Baum und Borke. Da war ja richtig was los am Wochenende. Freitag ging es los bis Samstag. Leider 2 Stunden vorher abgebrochen, weil ein bisschen schlechtes Wetter kam. Ich habe tatsächlich eine ganze Menge Bilder gemacht, ein paar Videoschnipsel. Matze war da, hat Videos gemacht. Wir haben hier ein bisschen was für euch zusammengestellt. Logischerweise können wir nur einen ganz engen, begrenzten Rahmen zeigen. Und ich habe noch ganz, ganz viele Bilder auf der Platte. Die kommen allerdings später und die zeige ich dann bei Borgheide News TV. Ja, war wieder cool gewesen. Die Jungs und Mädels haben sich wirklich was einfallen lassen und haben fleißig gearbeitet und warmes Wetter war auch für die Kinder da, für die Kinder war was da und Essen und Trinken gab es und Mucke gab es und ach, schaut's euch an, bitte. 3, 2, 1, go! Hallo Borgheide, hallo Welt, ja, hier sind wir schon wieder, diesmal allerdings hier auf dem Flugplatz, sagt man auch noch Flugplatz, ne? Von ja. Borgheide. Tatsächlich hat Borgheide einen Flugplatz und heute feiern wir zweiten Geburtstag, ne? Florian, ja. Zweiten ja. Geburtstag? Zweiter Geburtstag. Du, 2 Jahre alt geworden? Ja, passt, ja. Nicht ganz. er steht ja auch erst noch kurz bevor, ja. Denn wir sind ja noch gar nicht zweijährig. Wir haben noch ein paar Minuten. Ein paar Minuten haben wir noch. Aber viel ist nicht mehr? Nee, 10 Minuten noch, dann startet die zweite Auflage von Baum & Borke Open Air ja. An einem Freitag. Ja. Diesmal über 2 Tage. Und wir haben ja eine ganze Menge aufgebaut. Julian, aufgeregt. Na klar, Anspannung ist da. Ohne wäre auch schlimm, glaube ich. Aber nicht ganz so schlimm wie im letzten Jahr. Wir sind gewappnet und fühlen uns gut vorbereitet. Ich denke auch. Gelände ist aufgebaut mit viel Charme wieder, mit viel Bastelei muss man sagen, mit viel Initiative. Martin, Runde 2, ja. Bist du fit? Ja, noch. Wir haben ja noch ein paar Tage. Ja, sollen wir Sonntag früh nochmal vorbeikommen? Und ihr drei seid aber die Macher, ne, von Baum und Borke. Du hast es erfunden? Eigentlich, naja, ja, alle gemeinsam. Erfunden haben wir es alle und jetzt ziehen wir es auch gemeinsam durch und haben dabei sehr viel Spaß. Und haben mittlerweile irgendwie in diesem Jahr 70 freiwillige Helfer auf dem Gelände. 70? Haben wahnsinnig viele Jungs und Mädels, die in den letzten Tagen hier angefasst haben, um das so zu bauen, wie es jetzt ist. Ja. Und wir hoffen, es findet Anklang. So, das gibt genug Toiletten, habe ich gesehen. Auf jeden Fall. Bier? Absolut. Milch? Vielleicht nicht für jeden einen Liter. Okay, einen halben Liter Milch für jeden. Und für Kinder gibt es auch was? Ja, morgen startet das große Kinderprogramm. Wir haben Zaubershow, Kinderschminken, Hüpfburg, Wasserspiele, Wiesenspiele. Wir haben wahnsinnig viel vorbereitet. Okay, wie viele Bands auf dem Steg war? 11. 11. 3 heute, 8 morgen. Okay, wie lange geht's heute? 12? Bis 12 machen wir. Und morgen? Nochmal bis 12. Ab 13. Ab 13. Sehr schön. Also wir warten noch drauf, was jetzt hier passiert. Das ist nur der Einstieg. Bis später. Tschüss. Viel Erfolg. Danke. Ja. Durch den Tag. We'll be right back.
Ja, tolle Geschichte gewesen. Kann man nicht anders sagen. Wir werden sehen, wie es nächstes Jahr aussieht, ob es wieder über 2 Tage geht, ob das Wetter diesmal mal hält. Wir werden es ja sehen. Jetzt habe ich eigentlich so viel gar nicht zu erzählen. Ich will nämlich nachher noch los. Nicht, Bomber? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Junge. Und dann überlasse ich das Feld ganz kurz mal Matze, ne? Hallo Borgheide, hallo Welt. Ja, was diese Woche wieder auf uns zukommt, ist bestes Sommerwetter, bestes Ferienwetter für alle, die jetzt Ferien haben und auch die noch im Urlaub in Deutschland sich befinden. Es wird einfach mal heiß. Und weil es so schön warm wird, habe ich mal den Ingo Kaplik und die Hermine Kaiser ins Wasser geschickt und die haben mir hier gleich mal das Wasser im Waldbad getestet. Nach einer kleinen Reparatur ist jetzt auch die Wasserqualität wieder besser. Die Pumpen laufen auf Volllast die Woche wieder und dann haben wir auch wieder beste Wasserqualität. Ja, bei 36 bis 38 Grad in der Woche ist es wahrscheinlich auch notwendig, dass man sich da ein paar Mal abkühlt. Vergesst die Woche nicht zu trinken, Sonnenschutz nicht ignorieren, ganz wichtig. Und zum Wochenende hin auch Gewitter möglich, leider schon wieder. Wir hatten ja gerade am Samstagabend Gewitter. Ich habe ganz kurz vor der Tür gesessen, das sieht man hier. Übrigens, es stürmt ganz schön heftig hier um 22.30 Uhr. Ist egal, wir sitzen im trockenen Wasser. Wir sitzen nicht im trockenen, wir sitzen mit nassen Füßen hier rum. Dann gehen wir jetzt rein. Ich bin trocken. Okay. Noch drinnen ist doch auch unangenehm. Internet ist aus, der Router ist rausgezogen. Es blitzt, Wasser. Wir müssen rein gehen. Nein, wir bleiben jetzt hier. Ich will nicht mehr. Hat jemand Schlüssel dabei oder steckt er noch? Nee, Schlüssel ist drin. Und auch unterm Vordach, wie zu sehen, hat der Wind reingepeitscht, das Wasser bis unter das Vordach geschossen. Es hat leider auch dazu geführt, dass Baum und Borke dann vorzeitig abgesagt werden musste. Ich hoffe auch mal, dass der Tag ansonsten ganz gut verlaufen ist und viel Aktion da war. Wir haben ja schon drüber berichtet. So, ja dann, mehr habe ich nicht. Kommt gut durch die Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, sag mal Matze, musst du bei dem Wetter draußen sitzen? Aber immer schön rein in den Regen, ne? Mach mal weiter so. Du wirst schon sehen, ob die Haare nochmal wachsen oder nicht. Jo, das war's schon mal ganz kurz diesmal. Wir wünschen euch alles Gute für diese Woche. Schwitzt nicht so doll. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Bis dahin alles Gute hier bei Borgheide News TV. Euer Lutze und tschüss.